Meine Damen, meine Herren, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, guten Tag. Heute wende ich mich mit Videobotschaft 3 an Sie, Thema Start des Soforthilfeprogramms des Landes Baden-Württemberg. Gestern Abend um 18 Uhr wurde freigeschaltet. Wir wurden mit Anträgen überrollt. Innerhalb kürzester Zeit war das Netz überlastet. Das haben die ein oder anderen von Ihnen sicher bemerkt. Im Moment funktioniert alles stabil. Wir haben landesweit fast 30.000 Anträge. Heilbronn hat mehr als 2.000 Anträge im Moment. Heute Nachmittag werden die Server so stabil sein, dass wir in der Lage sein werden, pro Stunde 50.000 Anträge entgegenzunehmen. Wir arbeiten auf Hochtouren für Sie. Sie sehen hinter mir ein Chart mit unseren Mitarbeitern. Wir alle, die gesamte IHK, arbeiten für Sie an dem Thema Corona-Hotline, Beratung für die Antragstellung, natürlich auch Antragsbearbeitung. Wir haben ein Team abteilungsübergreifend zusammengestellt. Wir haben großartige Mitarbeiter, die sich hier bereit erklären, wo es nur geht, zu unterstützen, auch über die normalen Arbeitszeiten hinaus, deutlich über die normalen Arbeitszeiten hinaus. Sie erinnern sich vielleicht, wir sind Federführer in Baden-Württemberg für das Thema Gewerbeförderung und somit auch für diesen Sachverhalt zuständig und somit noch mehr gefragt als die anderen IHKs in Baden-Württemberg. Wir sind eng verzahnt, haben täglich Telefonkonferenzen auch mit dem Wirtschaftsministerium. Wir tun alles, dass die Anträge schnellstmöglichst bearbeitet werden können und sie aber auch darüber hinaus selbstverständlich mit allen Fragen zur Corona-Sondersituation auf uns zukommen können. Und noch eine Anmerkung, natürlich können Sie auch mit anderen Fragen, wie seid ihr auch, auf uns zukommen. Wir versuchen alles zu stemmen und für Sie da zu sein. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Videobotschaft, Ihre Elke Düring.